Nando Eckenberger, wenn man die Lakers im Moment spielen sieht, hat man das Gefühl, es läuft eigentlich wirklich alles immer für euch. Fühlt sich auch so an? Ja, ich glaube schon, aber wir kämpfen recht hart für das. Unser System ist super, wir halten an dem System fest und ich glaube, das zahlt sich momentan aus. Jetzt hat euch aber der Trainer gerade nach dem Spielschluss so in die Garderobe zusammengetrummelt. Und jetzt habe ich gehört, er sei nicht so zufrieden gewesen. Wie kann das sein? Ja, ich glaube, es gibt immer Sachen zum Verbessern. Ich glaube, wir haben ein paar Turnovers gehabt, die nicht nötig gewesen wären, die sie hätte können zurück ins Spiel bringen können. Und ja, wir müssen gleich Sachen anschauen, die wir besser machen können. Und ja, eben, glaube, momentan haben wir 3 gewonnen, aber es ist nichts, wenn wir das 4. nicht auch gewinnen. Sie haben 2 Goal geschossen. Ja, spezielle Goals sind es gewesen, auch wenn ihr so in Angriff reingeht und so weiter. Auf der Rush sind wir gut, mit Scheibenbesitz kommen wir drüber, aber auch in der Scheiben erobert. In der gegnerischen Zone kommen wir zu Abschluss. Was ist das so das Geheimnis bei euch in der Offensive? Ja, ich glaube, jeder ist im System drin und jeder weiß genau, wo der andere ist. Und das macht es uns allen vorne viel einfacher, wie auch hinten. Und ja, das zahlt sich momentan aus. Für eine 3-0 in der Serie, wie schwierig wird es jetzt, um cool zu bleiben? Ja, ich glaube, schlussendlich müssen wir von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt haben wir zwar 3 gewonnen, aber eben, wie schon gesagt, es bringt nichts, wenn wir das 4. nicht auch gewinnen. Jetzt gehen wir auf Davos und probieren an dem festzuheben, was wir jetzt schon gemacht haben. Und die Sachen vielleicht noch ein bisschen verbessern, die wir vorher gehört haben. Und dann gehen wir für das 4. Spiel. Danke, Nando Eckenberger.